Ich bin Miro und so kürzlich kam das Thema auf mit Christian bei der Einrichtung des neuen Shell-Servers für den Verein, dass sich bei Go irgendwie über seit wir uns das letzte Mal angeguckt haben, irgendwie relativ viel passiert ist im Module-Ökosystem, im Versionierungs-Ökosystem, Packaging-Ökosystem. Und dann dachte ich, ja, da kann man ja auch einfach kurz eine Stunde zu machen und dann weiß der danach, wie das alles geht. Ursprünglich war es eigentlich viel praktischer gedacht, als es jetzt geworden ist, weil ich jetzt irgendwie auf dem letzten Drücker noch irgendwas vorbereitet habe. Aber ja, ich dachte, ich erzähle einfach mal so ein bisschen so, wie Go gerade so Versionierung macht, weil meiner Meinung nach hat das ein paar coole Eigenschaften und ich fände das eigentlich ganz cool, wenn andere Programmiersprachen sich da ein bisschen was eine Scheibe von abschneiden können, würden. Ja. Wie war es früher? Was die alte Welt, wenn man irgendwann mal so vor 5 Jahren oder sowas Go gemacht hat, hat man erstmal gelernt über den Go-Path. Genau, beim der Go-Path, also erstens, Go hat dieses Prinzip von Paketen. So ein Paket ist eine Kompilierungseinheit. Das heißt, du hast irgendwie ein Verzeichnis und da liegen viele Go-Dateien drin. Und alle Dateien dieses einen Pakets werden als eine Sache an den Compiler gegeben und der Compiler kompiliert die als eine Einheit. Das ist ein bisschen anders, als wie man das von C oder so kennt, wenn man C kennt. Bei C ist halt irgendwie eher so eine Datei im Allgemeinen, eine Einheit oder viele C-Dateien, aber C hat halt keine Pakete. Und genau, in der guten alten Welt existierte halt diese Umgebungsvariable GoPath und in GoPath existierten drei Verzeichnisse, SRC, PKG und BIN. SRC für den Source Code, PKG für kompilierte Packages und BIN für Binaries. Und ich kann das demonstrieren. Also ich habe hier auch noch GoPath bei mir gesetzt. Mein GoPath ist tatsächlich auf mein Home gesetzt, weil ich das einfacher finde. Und dann habe ich so ein PKG-Verzeichnis und in dem liegen zum Beispiel so irgendwie ja, so Unterverzeichnisse und jetzt kann man irgendwie versuchen. Genau, und da liegen zum Beispiel dieses imports.a, das ist halt so eine kompilierte Datei. Und man sieht hier jetzt schon, dass es hier diesen seltsamen golang.org/x/toolspfad gibt. Der ist auch gespiegelt im SRC-Verzeichnis. Und das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel GitHub, Merovius, irgendwie Workspace, so, also. Das heißt, man hat in diesem GoPath-Verzeichnis dann irgendwie noch Unterverzeichnisse, die sind halt so benannt, so seltsam mit Domains und so. Und das sieht alles immer so ein bisschen komisch aus, wenn man irgendwie von anderen Sprachen kommt. Da kennt man das halt eher so, dass Dinge so heißen, so foo, und nicht so github.com/merovius/foo. Das liegt daran, dass Go schon immer dieses Prinzip hatte von Vanity Imports, nennen die sich. Die Idee ist, dass Go statt wie viele andere, also wenn man irgendwie von Rust kommt oder von Python oder von Perl, dann kennt man irgendwie die Cargo und CPAN und so. Statt halt einen zentralen Server zu haben, wo halt alle Libraries liegen und dann macht man sich dann einen Account und kann da unter YAML oder sowas seine Library hochladen. Stattdessen hat Go schon immer dieses Prinzip gehabt, wir machen das dezentral, wir machen einen Package-Discovery-Mechanismus, sodass dein Package statt YAML oder statt irgendwie zum Beispiel Quote, heißt das halt rsc.io/quote und dann hat Go einen Mechanismus, um automatisch aus diesem rsc.io.quote rauszufinden, wo der tatsächliche Code liegt und sich den dynamisch runterzuziehen. Das heißt, Go Import Path, also Import Path ist quasi der Name eines Pakets, ist entweder einfach so wie man das so kennt, so ein lokales Verzeichnis, dann ist das im Allgemeinen in der Standard-Library, zum Beispiel OS. Oder es ist eben ein Dollarzeichen Domain/Pfadname, zum Beispiel rsc.io/quote. Oder als so Special Case gibt es für GitHub und Bitbucket und GitLab, so wenn man github.com/merovius/whatever eingibt, dann weiß Go auch, wie das funktioniert. Und dann gibt es einen Befehl, der heißt go-get. Und dem gibst du halt so einen Import-Path und dann, oh, ich habe hier vergessen, den Namen zu ändern, und dann macht er Dinge.
Und das kann man jetzt einfach mal so quasi replizieren. Also wenn ich zum Beispiel so einen go-get erc.io/quote machen würde, ne? Das führe ich jetzt nicht aus. Was go-get macht, ist im Wesentlichen, es macht einen curl auf diese URL, halt quasi der Import-Path nur als URL, mit so einem get-Parameter go-get gleich 1, um zu sagen, ich bin by the way go-get. Und dann sucht es hier dieses HTML-Meta-Element, dieses hier, und findet dann hier, findet dieses go-import-Meta-Element und sagt, okay, der Content ist, wenn ich folgendes Modul oder folgenden Import-Path haben will, dann muss ich Git benutzen, um folgendes Repository zu klonen. Und dann klont er dieses Repository quasi nach /src/erc.io/quote. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das kann ich jetzt mal machen. Dafür muss ich mal kurz Modules ausmachen. Wie gesagt, das ist alles quasi noch alte Welt. Ich erzähle das nur, weil dieser Mechanismus quasi überträgt in die neue Welt. Wenn ich jetzt ein go-get-rc.io/quote mache, genau, dann jetzt macht er halt quasi im Hintergrund dieses, holt er sich diese Webseite und dann macht er dieses git-clone und dann dauert das 2-3 Sekunden. Und jetzt sagt er, oh ja, ich, das ist, vergesst das, das ist, weil das alles nicht so gedacht ist, aber jetzt liegt hier halt der Code von rc.io/quote. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Library habe, die rc.io/quote importiert, dann weiß der das Go-Tool, oh, ich muss da und da in /src und so weiter danach suchen und finde das dann. So, das heißt, so funktionierte quasi Versionierung und Package-Management in Go früher. Man hat entweder einfach Dinge auf GitHub geworfen, oder man hat irgendwie so einen kleinen Webserver gehabt, der unter seiner eigenen Domäne, zum Beispiel rc.io, halt diese HTML-Dateien ausliefert mit diesen Meta-Tags, und das Go-Tool benutzt das als Discovery-Mechanismus, um sich die Pakete runterzuladen. Genau, und so funktioniert das früher. Und das ist halt offensichtlich, ja. Ja. Kannst du den Satz auch senden? Nein, Frage? Du hast gesagt, so funktionierte Versionierung, wo ist Nein, warte, so funktionierte Package-Management. Früher. Ich habe versucht, mich zu korrigieren, habe ich mich nicht korrigiert. Anyway, so funktioniert Package Management. Und genau, das Problem ist offensichtlich, wo ist denn hier die Versionierung? Das war nämlich damals immer die große Kritik, und durchaus die berechtigte Kritik war, ja, das ist ja voll blöd, weil dann macht man irgendeine Änderung und die macht irgendwas kaputt und dann geht irgendwie Software kaputt und ich würde halt gerne irgendwie Versionierung. Ich würde halt gerne sagen können, ich depende auf eine bestimmte Version von irgendwas. Aber das konnte Go damals noch nicht. Das Go-To hatte damals noch keine Notion von irgendwie Versionierung und keine Notion von irgendwie, es hatte halt nur so einen, du kannst halt über Git und so dir Code aus dem Internet ziehen. Und Modules oder Go-Module sind jetzt halt, wie Go Versionierung gelernt hat. Und das funktioniert aber in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich und deswegen wollte ich quasi diese Präambel geben. So, Modules packen jetzt auf Pakete als Kompilierungseinheit noch Modules, und Modules sind quasi die Versionierungseinheit. Das heißt, ein Module ist eine Sammlung von Paketen, so nach dem Motto. Aber ein Module hat auch wieder so einen Pfad. Das ist der Module-Part, also zum Beispiel golang.org/x/tools oder auch rc.io/quote. Das ist auch ein Modul. Und nativ ist eigentlich die quasi First-Level-native Art und Weise, Module zu verteilen, jetzt nicht mehr irgendwie Versionskontrolle und git-clone, sondern als ZIP-Dateien. Wobei der Grund, dass dem ZIP gewählt wurde, ist A, dass es irgendwie portabler ist, und B, specifically wurde es als Archivierungsformat gewählt, weil es einer der wenigen weit verbreiteten Archivierungsformate ist, welches seekable ist. Was spannend ist, weil man dann gezielt Dateien rausziehen kann, was man halt zum Beispiel aus Tarn nicht kann. Aber das Go-Tool hat halt auch Automagie, um aus einem Git-Repository automatisch diese ZIP-Files zu synthetisieren. Und das heißt, in der Praxis ändert sich eigentlich relativ wenig in der Hinsicht. Das heißt, in der Praxis kann man immer noch seine Module, sein Code einfach als Git-Repository auch veröffentlichen und dann Tags machen und dann werden daraus halt einfach automatisch Module generiert auf Basis von dem Inhalt dieses Repositories, auf Basis dieser Tags.
Und dann ist jedes Modul halt beschrieben durch so eine go.mod-File. Also das kennt man halt auch von anderen Dings, dass die halt irgendwie so ein cargo.toml-File haben oder sowas. In Go heißt es halt go.mod. Und das beschreibt einerseits den Module-Path, also was ist der Identifier dieses Moduls. Es beschreibt, was ist die minimale Go-Version, die ich voraussetze. Wobei das halt noch so ein bisschen tricky ist, weil halt de facto das Go-Tool diese Version eigentlich mehr oder weniger komplett ignoriert. Die wird nur benutzt, um Debug-Informationen zu geben. Das heißt, wenn ihr mit einer alten Go-Version ein Modul fetcht, welches eine höhere Go-Version voraussetzt, dann lädt er sich das trotzdem runter, versucht es zu bauen und nur wenn die Kompilierung fehlschlägt, gibt er als Fehlermeldung, hey, die Kompilierung schlägt fehl. Vielleicht liegt das daran, dass dieses Modul 1.18 braucht und du nur 1.17 hast oder so. Das heißt, dadurch, dass Go halt auch als Sprache sehr viel Wert auf Backwards Compatibility legt, können die das halt so machen, indem sie sich halt einfach sagen, wir werden halt nie eine Änderung machen, die dazu führt, wann immer wir die Sprache ändern, sorgen wir dafür, dass alte Versionen der Sprachen entweder fehlschlagen oder funktionieren, aber nie erfolgreich kompilieren, aber eine andere Semantik bekommen. Also, das heißt, entweder jede Änderung der Sprache muss entweder dafür sorgen, dass alte Go-Versionen das gar nicht kompilieren können, damit wir eine Fehlermeldung bekommen mit, hey, deine Go-Version ist zu alt, oder dass es genauso das gleiche Verhalten hat wie vorher. Und deswegen existiert zwar diese Go-Version als Debug-Hilfe, aber die tut eigentlich nicht wirklich was in der Praxis, jenseits davon. Aber sie steht halt eben in jeder Go-Version drin und beeinflusst auch manchmal so ein bisschen subtil das Verhalten von dem Go-Tool, weil sich halt Dinge ändern. Genau. Dann spezifiziert das Go-Mod-File außerdem einfach eine Reihe von Dependencies. Und hier sieht man jetzt kann man halt auch sagen, ich brauche folgende Version von folgender Dependency. Und auch hier wieder, diese Version, die man hier angibt, man kann nur spezifizieren bei Go-Modules die minimale Version, die man braucht. Man kann nicht sagen, ich brauche genau die Version, man kann nur sagen, ich brauche mindestens Version 0.7.0 oder so. Und das hat einen bestimmten Grund. Und zwar, aber der erste Punkt ist so ein bisschen, dieses Module-File ist halt relativ simpel, meiner Meinung nach. Und eine Sache, die ich noch betonen will, ist, dieses Module-File ist, im Allgemeinen bearbeitet man das nie manuell. So, das heißt, einer der Effekte von diesem Module-File ist, man braucht jetzt nicht mehr dieses Go-Path-Layout. Jetzt kann ich einfach sagen, mkdir foo und gehe nach foo und kann hier irgendwie sagen, github.com/foo/bar. Und jetzt generiert er halt dieses go.mod-File. Und jetzt ist das ein Go-Modul. Jetzt kann ich hier so einen main.go ich bin hervorragend vorbereitet. Machen. Na? Cool, mein Vim ist kaputt, weil ich natürlich gerade das alles koinzidiert mit. Weil das alles koinzidiert mit, ich habe meine Configs geändert. Hervorragend, ich bin hervorragend vorbereitet. Hast du VS Code installiert? Nee, daran liegt es nicht. Ich habe. Wo war ich gerade? In welchem Verzeichnis war ich gerade? Erinnert sich noch jemand, wie ich das genannt habe? Foo. Genau. Main.go package main fang. Ich bin von einem Go-Vim-Plugin auf ein anderes Go-Vim-Plugin umgestiegen und habe seitdem auf diesem Laptop noch nicht wieder gecodet. Deswegen keine Auto-Dings. So. Und jetzt kann ich das bauen. So, jetzt habe ich. Das passiert, wenn man kein Dings mehr hat. So. Natürlich habe ich jetzt keine Dependencies und sowas, aber das bedeutet. Aber was man zumindest sieht, ist, wir sind losgekommen von dieser Idee, irgendwie einen Go-Path zu haben. Und wenn ich hier angenommen, ich will jetzt zum Beispiel dieses rsc.io/code-Modul benutzen, das ist, by the way, das kanonische Exempel für wie Modules funktionieren, weil Russ Cox ist der Tech-Lead von Go und der hat das damals extra dafür veröffentlicht. Dann mache ich jetzt nicht irgendwie ein vim go.mod und editiere die, sondern ich mache einfach ein
go-get rc.io/quote und dann downloadet er das und editiert halt die Datei und schreibt es da manuell rein. Und das heißt, eigentlich fasst man idealerweise diese go.mod-File nie an und ich fasse die auch nie an. Genau, aber jetzt sehen wir hier, wir haben jetzt, dependen außerdem auf dieses Textmodul und wir dependen auf Quote und auf Sampler. Und das heißt, jetzt wurden unsere Versionen hinzugefügt und jetzt können wir sagen, wir dependen auf folgende Version dieser Dings. So. Der Kommentar indirect ist, weil wir diese Pakete nicht, wir importieren keine Pakete aus diesen Modulen. Das Text-Ding ist indirekt, weil wir nicht direkt darauf dependen, sondern indirekt darauf dependen. Und das Quote ist, weil wir es noch nicht importiert haben. Und wenn wir das nicht da reinschreiben würden, dann würden andere Go-Befehle das wieder rauswerfen. Das heißt, dieser Indirect-Kommentar ist einfach nur, das ist keine direkte Dependency von uns, aber also deswegen entfernt ihr nicht, aber sie existiert indirekt. Jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wie das eigentlich funktioniert. Es stellt sich raus, GoGet, ich habe jetzt hier gerade GoGet benutzt. Dieses GoGet macht immer noch genau das Gleiche. Das heißt, es macht immer noch so einen Curl auf diese Domain, zieht da halt raus dieses Meta-Tag und holt sich dann immer noch dieses Git-Repository. Das heißt, das war eines der Ziele, ist, dass wir weiterhin diese Architektur beibehalten, dass wir kein zentrales Module-Repository haben, sondern immer noch diese dezentrale Architektur haben und dass eben auch Dinge, die entwickelt wurden, bevor Go-Modules entwickelt wurden, dass wir die weiterhin importieren können, weil die halt weiterhin, wir benutzen halt die gleiche Architektur weiter. Nur dass jetzt halt transparent, wenn in diesem Repository jetzt ein go.mod-File existiert, dann wird das als Module behandelt und entsprechend importiert und sonst halt nicht. Genau. Wie ich gesagt hatte, man kann immer nur eine minimale Version angeben und keine maximale Version. Auch das, wenn man irgendwie andere Sprachen kennt, kennt man das vielleicht anders. Und der Grund dafür ist, dass wenn man maximale Version angeben kann, in seinem Dependency-File, dann ist aufzulösen, was ein korrektes Set, ein funktionierendes Set an Dependencies ist, mit dem man ein bestimmtes Bild bauen kann, NP-vollständig als Problem. Das heißt, wenn ihr so einen Cargo-Install macht, dann läuft da so ein Satz-Solver und der versucht dann halt Satz zu solven und Go hat halt als Prinzip gesagt, dass sie das nicht wollen, weil NP-vollständige Probleme zu lösen hat halt mehrere Usability-Issues einfach. Weil es dauert lange, es führt häufig zu nicht-deterministischen Lösungen. Also du weißt halt nicht, du kannst halt aus den gleichen Sets an Dependencies auf unterschiedliche Lösungen kommen. Und wenn halt Dinge schiefgehen, ist es häufig unglaublich schwierig rauszufinden, warum. Also wenn man mal irgendwie in seinem Debian-Apt oder sowas so einen Versionskonflikt gehabt hat, dann weiß man, wie unglaublich nervig das ist, irgendwie rauszufinden, welches genau das Problem in diesem Dependency-Graphen ist, Paket in diesem Dependency-Graphen ist, welches jetzt gerade irgendwie diesen Konflikt erzeugt. Weil, ja, NP-vollständige Probleme sind halt hart. Und deswegen hat Go halt relativ bewusst gesagt, wir erlauben das halt gar nicht. Wir erlauben in unserem Versionierungsformat halt einfach nur, du kannst halt nur Minimalversionen angeben und dann machen wir einfach, dann bauen wir halt den Dependency-Graphen auf. Das heißt, in diesem Graphen hier ist halt quasi A, B, C, D und E und F sind halt verschiedene Module und von jedem Modul existieren dann halt verschiedene Versionen und jedes Modul dependent dann halt irgendwie auf einen Satz anderer Module und dann nimmt das Go-Tool halt, baut halt diesen Dependency-Graphen auf, schaut für jedes Modul quasi, auf welche anderen Module in welcher Version dependet das, schaut dann, welche Versionen existieren also alle in diesem Graphen als reachable und das ist halt dieses Main-Modul, dieses A1.2, B1.2, C1.3, C1.4 und D1.2 und sagt dann, okay, das sind all meine Module, die gewollt sind und nimmt dann von jedem Modul, was es brauchen kann, was es benutzen muss, die neueste Version in dieser Liste. Das heißt, es nimmt die maximale Version aller minimal benötigten Versionen. Was man zum Beispiel hier sieht,
von Modul C braucht halt dieses Modul A Version 1.3, aber dieses Modul B 1.2 braucht halt Version 1.4 und deswegen wählt Go dann Version 1.4 aus, weil, naja, A braucht mindestens 1.3, aber dann können wir ja auch 1.4 auswählen. Ja? Weil die Prämisse in diesem Graphen ist, dass Main sagt, es braucht mindestens 1.2. Und das ist der Grund, aus dem, also das ist der Grund, aus dem es darauf kommt, weil Main nicht sagt, dass es 1.3 mindestens braucht. Der Grund, aus dem das diese Choice ist, dass Go sagt, wir wählen nicht die neueste Version jedes Moduls aus, welches du importierst, sondern warum es sagt, wir benutzen von allen Minimalversionen das Maximum, also 1.3 ist halt keine Minimalversion, weil Main nicht sagt, es gibt halt kein Modul, was sagt, ich brauche mindestens 1.3 von Version B. Der Grund, aus dem es das tut, ist, um deterministische Builds zu haben. Mit diesem Algorithmus kannst du dir jetzt vorstellen, du hast deterministische Builds. Selbst wenn jetzt irgendwie eine neue Version von Modul B rauskommt, wie zum Beispiel in diesem Fall B1.3, ändert sich der Graph der ausgewählten Module halt nicht, der ausgewählten Version halt nicht, weil bis halt das erste Mal jemand sagt, ich brauche aber mindestens Version B1.3 und dafür muss es halt wieder eine Änderung an dem Modul geben. So, das heißt, aus dem gleichen Set an Dependencies, aus der gleichen Go.mod-File, wirst du immer das gleiche Set an tatsächlich ausgewählten Modulversionen für diesen Build wählen. Okay? Ist das verständlich als Antwort auf die Frage? Genau. Das heißt, Minimum Version Selection ist eben der Algorithmus, den Go auswählt und der ist halt genau, das ist genau das Ziel. Ein Ziel ist halt, wir wollen reproducible Builds, aber wir wollen halt, dass das fixed solvbar ist, dass der Algorithmus verständlich ist und dass halt auch klar, dass ich klar erklären kann, warum jetzt ein bestimmtes Set an Versionen ausgewählt wurde. Und die Kosten, die wir dafür haben, ist, naja, du kannst halt nicht angeben, was die Maximalversion ist oder sowas, aber damit sind wir okay, ist die aktive Entscheidung. Die erste Entscheidung, die meiner Meinung nach andere Sprachen sich abschauen sollten, ist, Go hat kein zentrales Library-Verzeichnis, keinen zentralen Library-Server, sondern löst es alles dezentral mit Auto-Discovery. Die zweite Entscheidung ist meiner Meinung nach, wir haben halt kein MP-vollständiges Problem in unserer Versionierung-Dings, sondern wir machen halt, dass das alles irgendwie effizient solvbar ist und gut verständlich ist. Die dritte Entscheidung, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich finde, andere sollten die abnehmen, aber die ist wichtig zu verstehen, wenn man irgendwie Go-Modules benutzt, weil sie auch häufig kritisiert wird und häufig aufkommt, ist, ein Problem, was jetzt auftauchen kann, ist, angenommen, eine Library bricht jetzt Backwards Compatibility. Die wollen halt irgendwie ihre API brechen, und dann müssen sie offensichtlich ihre Major Version inkrementieren. So funktioniert Semantic Versioning. Aber jetzt können wir ja nur Minimalversion angeben. Das heißt, jetzt haben wir irgendwie in unserem Build Library A und Library A basiert halt auf X Version 1 und wir benutzen Library B und Library B basiert auf X Version 2. Was machen wir dann? Wenn wir Version 2 importieren würden, weil es ist ja unter den minimalen Versionen die höhere, dann würde ja Library A brechen, weil es ja noch auf Version 1 dependet. Und wenn wir Version 1 wählen würden, würde Paket Library B brechen, das geht auch nicht. Und die Antwort, die Go darauf macht, ist für Major Versions, dass jede Major Version kriegt einen eigenen Identifier. Das heißt, Version 2 vom RSCIO-Quote-Modul heißt dann nicht mehr RSCIO/Quote, sondern es heißt RSC.quote/V2. Die Konsequenz daraus ist, dass ihr zwei verschiedene Major-Versions des gleichen Moduls in einem Bild haben könnt. Das heißt, in dieser hypothetischen Situation, die ich gerade gezeichnet habe, ist die Antwort, Go kompiliert beide Major-Versions ein, und Library A benutzt Version 1 und Library B benutzt Version 2. Und dadurch kriegen sie beide ihre jeweilige API. Und da in der Sprache Import Path eindeutig in jedem Build jeder Import Path eindeutig auf eine Library zeigen muss, muss deswegen im Import Path dieser Version 2 Identifier stehen, damit die wirklich unterschiedliche Import Paths haben in der Sprache. Ist das halbwegs verständlich? Ja, nein, ja, nein, Robert? Was ist dann die Bedeutung von dieser Gleichstellung? Das ist ja nicht die Major-Version. Genau, doch, das erste ist immer noch die Major-Version.
Und das heißt, wenn man sich das anschaut, ich demonstriere das mal hier, vielleicht. Ja, genau, also tut es dann. Wie demonstriere ich das denn am besten? Hier demonstriere ich das vielleicht. Genau, also dieses Paket, RSC.io Code, hat halt Version 1.5, 1.4 und so weiter. Aber wenn ich jetzt hier V2 auswähle, dann hat das jetzt hier halt Version 2.0.1. Right? Und das stimmt und das ist eine gewisse Redundanz, aber in der Praxis ist sie halt egal, weil, again, in der Praxis interagierst du halt relativ selten mit diesen Versionen. In der Praxis machst du halt einen go-get-u-rsc.io/quote/v2 oder v4 oder was auch immer und dann holt er sich halt einfach die neueste Version und ist dir das auch egal. Aber ja, das ist, diese Entscheidung ist eine kontroverse Entscheidung. Ich persönlich glaube, dass es die richtige Entscheidung für Go ist. Andere Sprachen machen das anders. Es hat komplizierte Gründe, warum das so sein soll. Ich entschlossen habe, dass ich da jetzt nicht den Walkthrough mache. Da existiert ein Blogpost von Ross Cox, wo er genau aufdröselt, warum das wichtig ist. Weil du sonst in Situationen kommen kannst, gerade im Open-Source-Ökosystem, dass dein Build failt und du das nicht gefixt bekommst, weil wenn du nur eine Major-Version, weil du irgendwie zwei Dependencies hast und wenn die halt nicht schnell genug reagieren, also du kannst halt niemanden dazu zwingen, auf Version 2 zu migrieren. Und das heißt, in so einer Situation, wo du zwei Dependencies hast, die dann jeweils auf unterschiedliche Versionen, Major-Versions von der gleichen Library basieren, dann musst du irgendwie das lösen, ohne die beiden Libraries dazu zu bringen, erstmal irgendwie sich auf eine Version zu einigen. Und damit das geht, müssen wir diese Entscheidung treffen, so nach dem Motto. Also da existieren sehr konkrete Gründe, warum das gerade in der Open-Source-Community sehr wichtig ist, dass das passiert. Das ändert nichts daran, dass es eine kontroverse Entscheidung ist. Ich wollte es nur erwähnen. Genau, eine Ausnahme ist Version 0 und Version 1. Also Version 0 und Version 1 brauchen diesen Versions-Identifier nicht. Und in der Praxis, die meisten Libraries haben halt auch dann einfach keine Version 2 oder sowas, außer die irgendwie große Libraries oder sowas oder alte Libraries. Die meisten Libraries versuchen dadurch einfach auf Version 1 zu bleiben. Aber ja, Patrick. Wenn ich jetzt Modulschreiber in Version 0 bin und ich möchte meine API brechen, muss ich direkt auf Version 2 springen? Nein, du kannst auch auf Version 1 springen, weil die Annahme ist, naja, Version 0 ist halt anything goes. Die Annahme ist, wenn du auf etwas in Version 0 dependest, dann solltest du dir bewusst sein, dass da in der Theorie API-Breakages passieren können. Sobald aber du eine Version 1 von irgendwas rausbringst, in dem Augenblick sollst du aufhören, APIs zu brechen. Und deswegen ist, also tatsächlich in der Praxis sind viele, viele, viele Go-Libraries einfach Version 0. Weil viele, gerade das Open Source, also viele schreiben halt so One-Off-Sachen und kümmern sich dann halt nicht mehr. Aber idealerweise hast du halt irgendwie so ein Jahr oder sowas Version 0 und experimentierst halt und dann einigst du dich und dann freest du auf Version 1 und ab dann bleibst du dabei. Aber dadurch, dass Minimum Version Selection halt reproducible Builds erzeugt, hast du auch nie einen Push auf eine neue Version, wenn du nicht aktiv ein Upgrade machst. Ne? Also du kommst nie in diese Situation, dass jetzt gerade dein Build failt, weil du gerade ein Update machen musst, es sei denn, du ziehst gerade eine neue Dependency rein und du fährst deinen Code gerade an, so nach dem Motto. Das ist so ein bisschen die Rechtfertigung für warum das okay ist, in Version 0 Dinge zu brechen. Und meiner Meinung nach funktioniert es auch in der Praxis ziemlich gut. Aber ja. Da es in der Praxis doch immer wieder Situationen gibt, wo dieses zieh dir einfach die neueste Version, die irgendwie sinnvoll ist, blöd ist, gibt es Mechanismen, um da drum hinweg zu arbeiten. Zum Beispiel, angenommen eine Library, die ihr benutzt, da wurde jetzt eine Sicherheitslücke in irgendeiner bestimmten Version entdeckt, dann wollt ihr die nicht benutzen.
Und dann könnt ihr sie exkluden, das heißt, ihr könnt in euer Go-Mod-File reinschreiben, exklude mal Version 1.4.5 von golang.org/x/crypto und dann wird Version 1.4.5 von diesem Modul nie benutzt. Das heißt, dass bei der ganzen Versionsauflösung tut Go dann einfach so, als würde dieses Modul nicht existieren und benutzt dann entweder eine Version davor oder eine Version danach, je nachdem. Das ist gut für so in folgender spezifischen Version existiert ein Problem, welches wir drumherum arbeiten wollen. Außerdem gibt es eine Direktive, die nennt sich Replace. Die ist dafür da, angenommen, ihr wollt zum Beispiel einen Fork benutzen von irgendeiner Library, um irgendeinen Bug rumzuarbeiten oder sonst was, oder um ein bestimmtes Feature zu haben, dann könnt ihr entweder ein ganzes Modul sagen, ersetzt mal folgendes Modul durch folgendes anderes, und dann wird im gesamten Modul, wenn immer irgendwas golang.org/x/net benutzt, wird stattdessen example.com/fork.net benutzt. Oder ihr könnt sagen, eine bestimmte Version soll ersetzt werden. Und der andere Use Case, für den das sehr nützlich ist, ist, wenn ihr einfach lokal irgendwie hacken wollt. So, ich mache das ganz gerne, wenn ich irgendwie debugge und ich habe ein Problem in einer Library, dann checke ich die lokal aus, füge eine Replace-Direktive hinzu auf mein lokales Verzeichnis, füge Printf-Statements hinzu debugge so halt lokal. Oder angenommen, ihr habt irgendwie zwei verschiedene Module und ihr wollt irgendwie eine API-Änderung in dem einen machen, sie aber gleichzeitig auch irgendwie testen und das Hand in Hand entwickeln, dann ist es halt hilfreich, so eine Möglichkeit zu haben, so als Escape-Hatch lokale Versionen zu benutzen, und dafür existierten diese Replace-Direktiven. Eine Sache, damit wir um diese NP-Vollständigkeitsfalle rumkommen, funktionieren diese Direktiven nur im sogenannten Main-Module, also nur in dem Modul, was ihr baut, um euer Binary zu bauen. Wenn ihr Module importiert, die diese Direktiven haben, die nicht das Main-Module sind, dann werden die einfach ignoriert. Das heißt, ihr habt als Library tatsächlich keine Möglichkeit, diese Dinge zu tun, sondern nur der Autor von Binaries kann das. Das ist eine bewusste Entscheidung. Hat seine Downsides, aber hat seine Upsides. Dann existiert außerdem noch Retract. Retract ist dafür da, um Versionen zurückzuziehen. Also angenommen, ihr veröffentlicht versehentlich eine Version oder sowas, dann könnt ihr in die GoMod-File eine Retract-Direktive bauen. Die habe ich noch nie benutzt und ich weiß auch nicht, wie hilfreich die ist. Ich wollte sie nur erwähnen. Damit könnt ihr also quasi sagen, folgende vergangene Version, ignoriere die Install ISO. Retractete Versionen werden immer noch mit eingebaut, werden immer noch gebaut, werden immer noch selektiert, aber sie werden nicht mehr automatisiert vom Tool hinzugefügt. Das heißt, eine Version zu retracten bricht keine existierenden Builds, aber sie sorgt dafür, dass niemand aus Versehen darauf updatet. Ja? Wie wird das denn gefunden? Also, das ist ein Teil von einem Module. Genau, die Idee ist, und again, ich finde diesen Mechanismus ein bisschen weird. Die Idee ist, dass du eine neue, höhere Version publishst und in der GoModFile diese höhere Version die frühere Version retractest. Das heißt, wenn du, das heißt, angenommen, du publishst V1.0.0 versehentlich, dann würdest du in deine GoMod eintragen, retracte zum Beispiel alles zwischen 1.0.0 bis 1.9.9 oder 1.0.1. Würdest das taggen als Version 1.0.1 und dann pushen, und dann, wenn immer jemand sich dieses Modul holt, zieht er sich die neue Go-Mod-Version, das neue Go-Modul, die Version 1.0.1, und sieht dann, 1.0.0 wurde retracted. Ich finde das ein bisschen weird. Ich finde diesen Mechanismus auch, ehrlich gesagt, ich habe den noch nie benutzt und ich bin ganz froh, weil ich finde den ein bisschen verwirrend. Ja, aber das ist ja auch, wie gesagt, die Retraction tut ja auch erstmal nichts, außer zu verhindern, dass die automatisch zugefügt werden. Und um automatisch zugefügt zu werden, musst du einen Go-Get machen. Das passiert ja nur, wenn du einen Go-Get oder sowas machst, wenn du verstehst. Aber ja, ich ehrlich gesagt, ich kann nicht genau beschreiben. Ich glaube, Pizza ist da. So viel erstmal so nur, damit ihr das mal gesehen habt, zu irgendwie, wie dieses Modulformat aussieht und was so die Capabilities sind. Das muss man meiner Meinung nach nicht alles genau verstanden haben, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch alles nicht ganz genau verstanden. Für mich passiert in der Praxis funktioniert das einfach als
steht mir nicht im Weg, deswegen ist mir das eigentlich egal. Es gibt noch so zwei, drei Sachen aus dem Ökosystem, die ich glaube, die spannend sind. Die eine Sache ist, ein Problem mit dieser dezentralen Architektur ist, naja, jetzt dependet ihr auf einmal irgendwie auf darauf, dass irgendwie so ein Webserver von irgendeinem Dude im Internet irgendwie online ist und das ist irgendwie nicht so cool. Und dann irgendwie geht dessen ISP, macht halt, oder seine Domäne läuft aus oder sowas, oder sein TLS-Zertifikat läuft aus und auf einmal geht eure CI kaputt und das ist voll uncool. Deswegen ist eine Änderung, ist eine zusätzliches Level an Infrastruktur ist der sogenannte Module Proxy. Das heißt, eigentlich habe ich gelogen, wenn man so einen go-get-rsc.io/quote macht, dann macht er gar nicht so einen Curl auf dieses rsc.io, sondern der macht eigentlich einen Curl auf https://proxy.golang.org/rsc.io/quote/latest und kriegt darüber dann halt irgendwie Informationen oder zum Beispiel hier genau, und der holt sich also von so einem Webproxy, der halt von den Go-Leuten besorgt wurde, holt er sich halt so eine Liste von Versionen und sagt, okay, die neueste Version ist 1.5.2, ich will jetzt also 1.5.2 mir rausholen und dann kann er hier irgendwie sagen, so Version 1.5.2.mod und kriegt dann die Go-Mod von Version 1.5.2 oder er kann sagen .zip, und kriegt dann irgendwie dieses ZIP-File mit diesem Modul, mit dem Code drin. Das heißt, in der Praxis, um dieses Problem zu entgehen, dass man auf einmal auf irgendwie random Webserver dependent, was halt blöd ist, existiert jetzt halt eine durchaus zentral betriebene Infrastruktur. Die kann man auch ersetzen. Es existiert eine zentral betriebene Infrastruktur, die halt diese synthetisierten ZIP-Files aus diesem, weil das ist die andere Sache, so ein Git-Clone ist halt immer super langsam und so. Deswegen, der Module-Proxy synthetisiert halt tatsächlich, macht im Hintergrund diesen Discovery-Prozess und der macht im Hintergrund dann so einen Git-Clone und dann synthetisiert er diese ZIP-Files und cache die halt einfach, sodass in Zukunft die nächste Person, die sich halt dieses Modul holt, kriegt dann einfach dieses ZIP direkt ausgeliefert und es geht halt viel schneller. Und da das von Google betrieben wird, geht es auch echt fix. Man kann aber auch, es existieren ein paar Environment-Variablen, um das Verhalten zu tweaken. Zum Beispiel existiert die Environment-Variable GoProxy. Da kann man eine Liste von GoProxys reinschreiben. In diesem Fall zum Beispiel, er benutzt zuerst proxy.golang.org, was der Upstream-Dings ist. Und als Fallback, wenn das nicht erreichbar ist, dann benutzt er Direct. Direct bedeutet, er macht direkt diesen Discovery-Prozess, um sich das Ding direkt aus der VCS zu holen. Aber da kann man zum Beispiel, wir haben auf der Arbeit, betreiben wir halt einfach von unserer Firma intern im internen Netz einen Module-Proxy und dann wird der einfach als Module-Proxy eingetragen und da liegen dann die ganzen firmeninternen Module auf diesem Module-Proxy drauf, sodass die nicht öffentlich sind, wir aber trotzdem uns die aus diesem Proxy holen können. Und dann existieren so zum Beispiel GoNoProxy und GoPrivate. Da kann man dann eintragen, wenn man bestimmte Sachen nicht aus dem Proxy holen will. Zum Beispiel holen wir da bitbucket.org/vwd raus, also unsere firmeninternen Go-Module. Die stehen bei uns einfach in dieser GoPrivate drin, als das sind private Module, hol die nicht aus dem globalen Proxy, hol die nur aus dem lokalen Proxy. Das heißt, darüber kann man dann halt irgendwie Verhalten tweaken. So, jetzt ist ein Problem, again, ich habe vorhin gesagt, ich fände das voll cool, wenn wir wegkommen von dieser zentralisierten Package Repository, weil das ist dann ja auch irgendwie so ein sehr zentraler Angriffsvektor für irgendwie Governments und sowas, die dann halt irgendwie Dinge manipulieren wollen. Jetzt ist natürlich, wenn wir jetzt doch wieder diesen zentralen Proxy benutzen, ist das ja de facto das Gleiche, weil der könnte uns ja auch gefälschte malicious Code ausliefern. Und wir vertrauen ja eigentlich Google nicht. Das heißt, jetzt wollen wir eigentlich noch das Problem lösen, dass der jetzt auf einmal Code für uns hostet, wieder in so einer zentralen Instanz, der wir nicht unbedingt vertrauen. Und dafür hat Go einen Verifizierungsmechanismus, in dem die Idee ist, das erste Mal, wenn ihr irgendwie, wenn ihr euren Code baut, hasht das Go-Tool den Code, den es runtergeladen hat, und schreibt den Hash in eine Datei, die heißt go.sum, und legt die im aktuellen Verzeichnis ab. Das heißt, die seht ihr hier zum Beispiel. Und in diesem Ding steht jetzt halt von allen Modulen, die es gebaut hat, steht halt drin, welche Version und was der Hash
des Codes, den es benutzt hat, und der Hash der GoModFile, weil die GoModFile muss immer separat gemanagt werden, damit das die Dependency Resolution funktioniert, ohne dass man ZIP-Files runterladen muss. Das heißt, es generiert diese Go.sum-File und dann kannst du die mitcommitten und in der Zukunft, wenn ich die jetzt zum Beispiel ändere, jetzt ist natürlich der Witz, dass ich dieses Modul nicht importiere. So, wenn ich jetzt ein Go-Build mache, dann beschwert es sich und sagt, hey, checksum mismatch. Right? Das heißt, die Idee ist, wenn ihr ein Modul veröffentlicht, committet ihr auch immer diese Go.sum-File mit, die dann benutzt werden kann, um zu verifizieren, dass wenn jemand anders sich dieses Git-Repository klont von euch und dann ein Go-Build macht und der Proxy dem maliciously falschen Code für eure Dependencies ausliefern würde, würde sich dessen Go-Tool halt beschweren und sagen, hey, in diese Go-Sum-File, die ich hier mitbekommen habe, stehen aber ganz andere Hashes. Und so kann der Proxy das halt nicht mehr manipulieren. Und als ein zusätzliches Layer of Safety ist jetzt noch, weil jetzt ist immer noch die Frage, was passiert, wenn ich jetzt das erste Mal, ich schreibe jetzt meinen Code, ich füge das erstmal eine Dependency hinzu, was passiert, wenn der Proxy mir dann malicious Code ausliefert? Da existiert eine öffentliche Database, die Checksum Database, und die hält einfach Versionshashes von allen Go-Modulen, die sie kennt, einfach vor, und diese Datenbank ist so ist gebaut als ein Append-Only-Log. Also wenn ihr Certificate Transparency kennt, dann kennt ihr das Prinzip. Die Idee ist, dass das durchaus immer noch eine zentral gehostete Datenbank ist, aber es kann von Third Parties verifiziert werden, dass die ehrlich ist, was drinsteht und was nicht drinsteht. Das heißt, es ist ein Temper-Evident-Log. Und wie gesagt, es wird zum Beispiel benutzt von Certificate Transparency. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr ein TLS-Zertifikat euch holt, heutzutage, wird in einem globalen Append-Only-Log geschrieben, für example.com wurde ein Zertifikat ausgestellt mit folgendem Schlüssel und folgendem Hash. Und das wird dann veröffentlicht. Und das wird auf eine Art und Weise veröffentlicht, dass halt Drittleute dem folgen können und verifizieren können, dass es auch in Zukunft immer wieder die gleichen Antworten gibt und nicht auf einmal die Hashes ändert. Und so wird quasi mehr oder weniger das erste Mal, wenn ein Modul runtergeladen wird, ein Modul in einer bestimmten Version runtergeladen wird, wird halt der Hash dieses Moduls in diese globale Sum-Database eingetragen und kann dann auch nicht mehr geändert werden, ohne dass es auffällt. Es kann geändert werden, aber nicht ohne, dass es auffällt. Und das ist diese Combo ist meiner Meinung nach, das ist die andere Idee, die ich gerne will, dass andere Sprachen sie übernehmen. Das ist, wie man so ein dezentrales Hosting von Paketen hinbekommt und trotzdem sich relativ safe sein kann, dieser zentrale Proxy, dass das reliable gehostet wird, weil es halt einen globalen Cache gibt dafür, der halt auch Dinge noch länger vorhalten kann, und b, trotzdem sicher zu gehen, relativ zuversichtlich sein zu können, dass diese zentrale Instanz damit kein Schindluder betreibt. Weil ihr halt eine verteilte Infrastruktur habt, um das zu verifizieren. Trillion ist die Software, die benutzt wird für diese Checksum Database. Und ihr habt bestimmt alle schon mal von Blockchain gehört. Und ich bin ein großer Verfechter von der These, dass Blockchain nie sinnvoll ist, weil für jede Anwendung von Blockchain dieses Transparency-Log eine viel bessere Architektur ist, die literally alle Vorteile hat, die man davon will, aber keine der Nachteile, die die Blockchain hat. Das macht das Go-Tool automatisch. Also wenn du einen Go-Get machst, dann zieht das Go-Tool zieht sich erst das Modul vom Proxy, fragt dann die Sum-Database nach dem Hash für dieses Modul. Die Sum-Database, wenn sie das Modul in dieser Version noch nie gesehen hat, holt sich das auch nochmal, hasht es selbst, trägt in seine Datenbank diesen Hash ein und gibt dir dann ein, das ist by the way der Hash. Dann vergleichst du das
und wenn das nicht stimmt, dann veröffentlichst du einen Blogpost mit, das Go-Team verarscht uns. Und wenn der Herr stimmt, kannst du dir sicher sein, dass ab dann in dieser globalen Datenbank der gleiche Herr steht, wie von den Daten, die auf deiner Festplatte liegen und safe. Ja. Ja. Ja, ja, nein, genau. Die Datenbank holt sich das transparent selber und hasht das selber. Und dann schreibt das Go-Tool das auch in deine Go.xamp-File rein, die du dann auch mit veröffentlichst und so. Ja. Ich hänge gerade meinen Hahn noch so ein bisschen da drin, ein gutes Stück weiter vorne. Sieht man hier aber wunderbar auch nochmal auf der Folie. Ich habe jetzt zum Beispiel einen GitHub-Kommen, den auch immer Gold macht, oder? Aus dem Java-Umfeld kenne ich das Problem, GitHub und Kommen dann auch zu existieren. Also jetzt nicht ja. Naja, der Go-Module-Proxy hat halt diese Seiten, diese Module halt immer noch vorliegen. Weil das, wenn du einen Go-Get machst, holt er sich das ja direkt vom Go-Module-Proxy und der Go-Module-Proxy cached ja Dinge. Also sprich, ich verlasse mich auch quasi so mehr im Zentrum, dass der Google-Hauptproxy alles gecached hat. Ja und nein. Also ja, so als Otto-Normalverbraucher ist das, was du tust. Du glaubst einfach, Google hat unendlich viel Festplatte und die cachen einfach alles. In der Praxis ist das nicht ganz wahr. Und wenn du also ein Concerned Citizen bist in der Hinsicht, also aber es reicht zumindest, um über temporäre Outages immer rüber zu papern. So, temporäre Outages, ja, du holst es dir einfach aus dem Cache und da ist das so. Wenn du wirklich umgehen willst mit der Situation, angenommen GitHub.com geht weg, dann betreibst du deinen eigenen Module-Proxy. Das kannst du tun, habe ich vorhin beschrieben, machen wir als Firma zum Beispiel. Unsere Firma, wir haben einen eigenen Module-Proxy, das heißt, alles, worauf wir dependen, liegt einfach in unserem Module-Proxy nochmal drin. Das heißt, selbst wenn GitHub.com down geht, selbst wenn Google Version löscht, wir haben unsere Version immer noch und kriegen sie immer noch raus. Und das Module-Proxy-Format ist absichtlich so gebaut, das Module-Proxy-Protokoll ist absichtlich so gebaut, dass es literally, also ich habe in meinem pkg/mod, liegt halt liegen halt diese Verzeichnisse. Jetzt kann man sich mal lrc.io quote nope, vielleicht liegen die in Cache. Ist natürlich jetzt mal wieder hervorragendes hier PKG Mod Cache liegt jetzt halt liegen halt diese Dateien hier. Nope, Download. Diese Dateien. Dieser Module Proxy ist so gebaut, dass ich hier jetzt literally so einen HTTP-Server starten kann. Ich kann hier so HTTP machen und jetzt habe ich hier so einen laufenden Module Proxy, der surft einfach diese statischen Dateien. Und so. Das heißt, die Idee ist tatsächlich sehr explizit auch so gedacht, dass es so einfach wie möglich sein soll, auch so einen eigenen Module-Proxy zu betreiben, weil das ist literally nur, du nimmst das, was das Go-Tool downloadet, wenn du irgendwie einen Go-Get machst, dann legt er das halt erstmal in diesem Cache-Verzeichnis ab und du kannst das einfach als Module-Proxy benutzen. Und das heißt, selbst als Otto-Normalverbraucher kannst du das machen, weil du kannst zum Beispiel einfach, du könntest hier jetzt zum Beispiel so einen NFS reinmounten oder so und dann das zu Hause in deinem Ceph drin haben und dann kannst du da all deine Go-Pakete von für immer haben und dann sind die für immer verfügbar und wenn dann GitHub down geht, dann hast du sie noch und kannst dann immer noch sagen, ich habe zumindest den Code noch, ich republische den jetzt unter einem anderen Namen oder sowas. Also das heißt, zumindest hast du den Code noch, dein Bild, deine CI funktioniert weiterhin und du kannst dann halt in Heinz dann das Problem lösen, aber der Code ist zumindest nicht sofort weg, weißt du, nach dem Motto. So, du warst zuerst. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel Kubernetes, wenn man sich anguckt, die nutzen ja KSIO als Root-Domain. Also die rewriten eventuell im Bot. Ja. Das ist genau der Grund für, ich habe das nicht explizit gemacht, ich hätte das explizit machen sollen. Das ist genau der Grund, aus dem ich diese Vanity-Imports, warum ich finde, alle Leute sollten diese Vanity-Imports benutzen und diese Vanity-Imports sollten in andere Sprachen benommen werden, weil die Idee ist halt,
Mein persönliches, ich publische meine Go-Module derzeit unter goni.org. Und die Idee ist halt, goni.org, das ist halt eine Domäne, die mir gehört und über die habe ich Kontrolle und da, die kann mir niemand wegnehmen, so in der Theorie, außer die ICANN. Und das Hosting passiert dann immer noch über GitHub, also wenn ich halt einen curl https goni.org/stack go get gleich 1 mache. Ja, genau. Dann seht ihr, dass das Repository liegt immer noch auf GitHub, aber angenommen GitHub mag, ich mag jetzt GitHub nicht mehr und ziehe auf GitLab um, dann muss ich einfach nur in meinem Webserver diesen Link ändern. Aber Leute finden meine Pakete ja immer noch über goni.org/foo. Das heißt, es funktioniert einfach transparent alles und wird auf das neue Repository umgebogen. Und deswegen sind meiner Meinung nach diese Vanity-Import-Paths etwas, was mehr Leute benutzen sollten. Es ist ein bisschen eine Schande, dass so viele Leute einfach ihre Pakete als github.com/foo/bar veröffentlichen. Ja, so. Ja? Das wird natürlich die nächste interessante Frage auch. Kannst du irgendwie markieren, dass das Paket jetzt tot ist für die Zukunft? Also angenommen, du hast gar keinen Bock mehr, hast auch keinen Bock mehr, eine Domain zu hosten. Kannst du verhindern, dass ein anderer sich die Domain nimmt, da irgendeine Scheiße drauf holt als neue Version? Nein. Okay. Das ist eine klare Antwort. Also ich glaube nicht. Das ist eine Konsequenz. Ich meine, die Entscheidung, die das Go-Team im Wesentlichen getroffen hat, ist, sie wollen nicht selbst Namespaces managen, weil sie wollen nicht, auch nicht in der Lage sein, auf Regierungsrequests zu antworten mit zensiert mal bitte folgendes Modul. Aber irgendwer muss globale Namespaces handeln und das Go-Team hat halt gesagt, unser Namespace-Handling ist die ICANN. Und wir benutzen deren Regeln, deren Take-Down-Notices, deren juristische Prozesse, weil die sind erprobt. Da wissen wir, dass die relativ gut, verhältnismäßig gut funktionieren. Die funktionieren viel besser als von jeder Privatcompany. Deswegen ist halt irgendwie, wenn du deine Pakete als github.com/foo/bar veröffentlichst, dann bist du halt an GitHubs Notion von Namespacing und Management von Namespacing gebunden. Das ist nicht gut. Es ist zumindest besser, Domain-Names zu nehmen. So. Ja, auch Domain-Name können auslaufen, auch Domain-Name können geklaut werden. Shit happens. Irgendwer muss dieses Namespacing machen und wer, wenn nicht die ICANN, so mehr oder weniger. To be fair, in der Praxis ist ein bisschen die Hoffnung, dass es hoffentlich zumindest auffällt. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie sterbe und in dem Jahr laufen meine Domain aus, dann ist halt die Hoffnung, dass zumindest veröffentlicht wird der Axel und dass da Leute anfangen, ihren Code zu ändern und das, so. Aber ja, ich meine, ist halt ein Problem. Aber was soll man machen? Right. Doch, es gibt die Möglichkeit, aktiv zu sagen, ich möchte gerne aus dem Proxy rausgenommen werden. Man kann immer im Wesentlichen per E-Mail an das Go-Team so Sachen machen wie A, bitte indiziert mich nicht oder B, irgendwie folgendes, also DMCA Takedown Notices und sowas. Diese Methoden existieren, aber diese Methoden holen dich dann aus dem globalen Proxy raus, aber das verhindert nicht, dass dein Paket runtergeladen werden kann, weil du kannst ja auch direktes runterladen oder du kannst ja einfach einen Go-Proxy gleich direkt Go-Get machen und dann bypasst er den Proxy insgesamt. Das heißt, ja, der zentrale Go-Proxy kann immer noch zensiert und geändert werden, und Dinge können aus der SumDB auch rausgelöscht werden, aber nicht auf eine Art und Weise, ohne dass auffällt, dass es aus der, weißt du, es ist halt tamper-evident. Es fällt dann auf, goni.org/stack wurde gelöscht, aber dann kann das Go-Team sagen, ja, der Mensch hat uns angeschrieben und wir haben hier eine E-Mail und so. Ja, genau. Genau, also da existieren schon Safety-Valves für diese Dinge, Pressure-Release-Valves. Ein Fun-Fact ist zum Beispiel, wo das sehr relevant ist, es existiert ein separater Go-Proxy für China. Weil es von der US-Regierung, die hat halt Sanktionen gegenüber China und gegenüber Iran und deswegen sind diese Seiten, die Go-Seite ist aus China und Iran zum Beispiel nicht erreichbar, und deswegen hat die chinesische Go-Community hostet ihren eigenen Go-Proxy
ihren eigenen Module-Proxy und ihre eigene SAMDB und die machen ihre eigene separate Infrastruktur, die dann unter chinesische Jurisdiktion läuft. Und ja, weil China hat eine sehr aktive Go-Community und die wollen halt auch ihren Go-Proxy, aber der kann halt nicht vom Go-Team betrieben werden, weil US-Regierung sagt, nope. Vendoring, meiner Meinung nach ist Vendoring aktiv schlecht. Also Vendoring existiert noch. Es existiert ein Befehl gomod vendor, der nimmt deine gomod-File und macht so einen Vendor-Directory und wirft da alle deine Dinge rein und dann kannst du das committen. Und wenn dann dieses Vendor-Verzeichnis existiert, dann benutzt der Go-Command auch dieses Vendor-Verzeichnis. Vendoring, für die Leute, die es nicht wissen, ist die Idee, das kommt auch viel aus anderen Sprachen, dass du halt dein Node-Modules oder was auch immer Verzeichnis, wo halt deine ganzen Dependencies, der Code deiner ganzen Dependencies drin liegt, das mit committest, damit andere Leute genau die gleiche Version bekommen und genau den gleichen Code und da nichts mit passieren kann. Go kann das immer noch. Es gibt auch immer noch Leute, die das benutzen. Meiner Meinung nach sind diese Leute liegen falsch. Meiner Meinung nach hat es keine Vorteile mehr. Es hat nur noch Nachteile, weil es nur noch Dinge langsam macht. Und nur noch zu Reibung führt, weil diese gesamte Architektur mit dem Proxy und der SAMDB meiner Meinung nach genau die gleichen Vorteile hat. Weil du, ne, also die Vorteile von Vendoring sind halt, der Code, wenn GitHub down ist, ist der Code noch da? Ja, das hat der Proxy auch. Oder die Vorteile sind irgendwie, der Code kann nicht geändert werden? Ja, hat die SAMDB auch. Der Mechanismus existiert noch, es gibt immer noch Leute, die ihn benutzen. Meiner Meinung nach hat er keine Vorteile mehr. Also minimalste Vorteile. Aber ja, also die Antwort ist ja, aber nein. Also ja. Nein, die Antwort ist nein, aber ja. Sonst noch Fragen? Ja? Also die Frage ist, er ist noch am Count, sorry. Das kann die Modules ja anders aussehen. Ja. In welches Verzeichnis werden die Dependencies runtergeladen? Also die Frage ist, wo werden die Dependencies runtergeladen? Und die Antwort ist, ich glaube, Disclaimer, ich glaube, du musst immer noch einen GoPath setzen, weil, wie gesagt, der ist bei mir auch noch gesetzt. Und dann werden die Module runtergeladen nach pkg/mod/cache und so weiter und liegen hier dann halt irgendwie entpackt. Und ja, dann liegt hier jetzt irgendwie so dieser Code. So. Das heißt, die werden nach gopath/pkg/mod entpackt. Und liegen da dann. Und liegen da halt, Fun Fact, genau, liegen da read-only. Genau, das heißt, du musst immer noch dieses GoPath setzen. Er benutzt auch immer noch GoPath/bin, um zu entscheiden, wenn du einen Go-Install. Wenn du sowas machst, benutzt er das auch immer noch, um zu entscheiden, wo er dieses Binary hinpacken soll. Dann packt er das nämlich nach gopath/bin. Das heißt, das existiert immer noch, aber dein Source Code muss nicht mehr so organisiert sein. Fun Fact Nummer 2, ich bin ein großer Fan von dem GoPath-Layout und habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich weiterhin dieses GoPath-Layout benutze. Also mein Code liegt nach wie vor alles immer noch unter /SSC. Und ich klone die immer noch in die entsprechenden Unterverzeichnisse, wenn ich Dinge klone, sodass ich auch weiß, wo sie herkommen und sowas, weil ich das sehr mag. Aber ja, der Witz ist, ich glaube, der Default ist irgendwie home/go oder sowas. Der Punkt ist, du musst es immer noch es muss immer noch irgendwie gesetzt werden, aber du musst dich nicht mehr drum kümmern, weil es nur noch ein Cache-Verzeichnis ist, so mehr oder weniger. Und kannst das halt auch machen mit irgendwie, du kannst halt irgendwie go clean benutzen und irgendwie go clean mod cache oder sowas, um den mod cache zu löschen. Also, das heißt, in der Praxis irgendwohin. In irgend so ein Cache-Verzeichnis. So. Weil es halt nur noch ein Cache ist. Das ist die Antwort. Hoffentlich. Sonst noch Fragen?
Gut, dann war's das.